Das Sorites-Paradox verdankt seinen Namen dem altgriechischen Wort für Haufen, Soros, und ist entsprechend auch als Paradox des Haufens bekannt. Als sein Urheber gilt Eubulides von Milet, der ein Zeitgenosse des Aristoteles war. Das Paradox besteht in drei miteinander unvereinbaren Aussagen, die auf den ersten Blick alle gleichermaßen plausibel erscheinen. Erstens, ein einzelnes Sandkorn macht noch keinen Haufen. Zweitens, eine Million Sandkörner machen sehr wohl einen Haufen. Wir gehen hier davon aus, dass die Sandkörner annähernd kegelförmig aufgeschüttet sind und nicht etwa gleichmäßig auf einem Fußballfeld verstreut. Drittens, wenn zwei Ansammlungen von Sand sich einzig und allein darin unterscheiden, dass eine von ihnen genau ein Sandkorn weniger als die andere enthält, dann sind entweder beide Ansammlungen Haufen oder keine von beiden. Mit anderen Worten, das Wort Haufen toleriert bei seiner Anwendung offenbar kleine Unterschiede in der Körnerzahl. Soweit, so gut, könnte man meinen, denn ausgehend von Aussage 2, eine Million Sandkörner sind ein Haufen, erlaubt uns die wiederholte Anwendung des Toleranzprinzips die Ableitung der Aussage, dass auch ein einzelnes Sandkorn ein Haufen ist. Und das steht im Widerspruch zu unserer ersten Aussage. Das Paradox entsteht, weil das Wort Haufen, so wie viele andere Wörter unserer Alltagssprache, vage ist. Vage sprachliche Ausdrücke zeichnen sich dadurch aus, dass sie offenbar robust, tolerant gegenüber kleinen Veränderungen entlang einer Dimension sind, die für ihre Anwendung maßgeblich ist. Diese Dimension kann die Körnerzahl sein, aber auch die Haaranzahl, wie beim Ausdruck kahlköpfig, die Anzahl der Lebensjahre bei den Ausdrücken jung oder alt oder die genaue Körpergröße bei den Ausdrücken groß oder klein. Für alle genannten Ausdrücke lassen sich ähnliche Paradoxien konstruieren wie für das Wort Haufen. Vage Ausdrücke scheinen aber nicht nur tolerant zu sein, sondern darüber hinaus auch sogenannte Grenzfälle zuzulassen. Stellen wir uns eine Person vor, nennen wir sie Martin, mit sehr schütterem Haar. Hier haben wir offenbar weder einen klaren Fall von Kahlköpfigkeit vor uns, noch einen klaren Fall von Nicht-Kahlköpfigkeit. Martin scheint in eine Art Grauzone der Kahlköpfigkeit zu fallen. Aber dann, so scheint es, kann die Aussage Martin ist kahlköpfig weder wahr noch falsch sein. Damit stellt Wahrheit eine Säule der klassischen Logik in Frage, das sogenannte Bivalenzprinzip, demzufolge jede Aussage wahr oder falsch sein muss. Es gibt eine ganze Reihe von Lösungsansätzen für das Sorites-Paradox. Fast allen ist gemeinsam, dass sie das Toleranzprinzip bestreiten. Aber nicht alle sind willens oder in der Lage, die klassische Logik in Gänze zu bewahren. Und das hat einen Grund. Wenn wir das Toleranzprinzip nämlich bestreiten möchten, dann scheint die klassische Logik uns darauf festzulegen, dass wir stattdessen sein Gegenteil behaupten müssen. Die These, dass es eine scharfe Grenze gibt, dass ein einzelnes Sandkorn eben doch den Unterschied zwischen Haufen und Nichthaufen macht. Und weil diese scharfe Grenzenthese extrem unplausibel erscheint, geben viele Lösungsansätze Teile der klassischen Logik auf. Wie tun sie das? Naja, zum Beispiel, indem sie neben den klassischen Wahrheitswerten wahr und falsch einen dritten Wahrheitswert unbestimmt postulieren. Eine Art Wahrheitswertlücke. Diesen dreiwertigen Ansätzen zufolge ist das Toleranzprinzip nicht wahr. Aber es ist auch nicht falsch, sondern lediglich unbestimmt. Deshalb sind wir nicht verpflichtet, sein Gegenteil, die scharfe Grenzenthese, zu behaupten. Welche die richtige oder die beste Lösung der Haufenparadoxie ist,
wird in der Philosophie aber nach wie vor kontrovers diskutiert.